Und herzlich willkommen zu einem neuen Video Aura Kingdom. Ja, wir sollten in der letzten Folge mit Larry sprechen. Hier haben wir auch noch die Quest offen. Ich habe auch schon, was mussten wir in der letzten Aufgabe machen? Ich glaube, das waren irgendwelche komischen Waldlaufvögel. Genau, die Waldlaufvögel, diese Pinguine da. Die habe ich ja im Off noch gemacht. Ihr hört es vielleicht schon, ich habe ein neues Mikro bestellt. Das ist jetzt die erste Aufnahme mit meinem neuen Mikro. Und ich will nicht viel reden und ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Irrfahren, der Irre. Dieses Erbsenhirn hat meinen Wagen kaputt gemacht und dann ist er auf mich losgegangen, empört sich Larry. Okay. Wie, du kennst ihn nicht? Und wer ersetzt mir jetzt meinen Schaden? Hm? Larry ist total verzweifelt. Entschuldige, ich bin noch zu aufgeregt, aber meine Existenz steht auf dem Spiel. Larry steht etwas neben sich, beruhigt sich aber und entschuldigt sich bei dir. Du siehst, dass seine Waren verstreut umherliegen. Vielleicht solltest du Larry erst einmal helfen? Du hast mir zugehört und du willst mir auch noch helfen? Würdest du mir dann dabei helfen, die ganzen verstreuten Kisten zusammenzusammeln? Klar. Ah, Bibo. Ich habe hier jetzt erstmal ein paar Tage wieder nicht auf Aura Kingdom gespielt, weil irgendwie erstmal mein Aufnahmeprogramm nicht mehr funktioniert hat. Aber letztendlich habe ich es dann jetzt doch noch geschafft. Ich finde das Spiel schon echt toll. Ich mag es wirklich, wirklich gerne. Die Grafik finde ich auch sehr, sehr schön in diesem Spiel. Also ich finde es echt, echt toll. So. Du hilfst Larry beim Zusammenräumen der umherliegenden Kisten. Danke, dass du mir hilfst. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Ich bin übrigens Larry und reise mit meinen Waren über die Dörfer, stellt sich Larry nachträglich vor. Du stellst dich ebenfalls kurz vor. Level up! Yay! Flower Dream, ich fürchte, ich muss dich um noch einen Gefallen bitten. Larry kramt in dem Kistenhaufen herum und fördert schließlich ein Paket zutage. Kannst du dieses Paket für mich zu meinem Freund Bantar bringen? Er bat mich, für ihn einige Lebensmittel zu besorgen und ich möchte ihn nicht am Ende noch Hunger leiden lassen. Du wirst dafür durchaus belohnt werden. Mein Freund jagt schon seit langem im Wald. Und kennt den Wald daher wie seine Westentasche. Er weiß vielleicht, wo du diesen Irrfahren finden kannst. Okay. So. Wir haben ein Level up. Jetzt sind wir schon Level 8. Okay. Was haben wir hier im Shop? Okay. Wir wollen zu Bantar. Hier. Du willst Bantar das Paket überreichen. Doch dann siehst du, dass er verletzt ist. Die Wunde sieht sehr schmerzhaft aus. Bibo? Was machst du mit dem Dodobo, den ich bei Elena aufgezogen habe? Bantar hält die Hände immer noch auf die Wunde gepresst und funkelt dich an. Du erklärst, warum Bibo dir folgt und fragst, woher Bantars Verletzung stammt. Das war Irrfahren. Ich verstehe nicht, was mit dem Kerl los ist. Ich sah, wie er ein Kind in den Wald verschleppte. Ich lief ihm nach, aber dass er mich angreifen würde? Bantars Stimme kann man seinen Schmerzen deutlich anmerken. Bibo läuft zu ihm und stupft ihn sanft an, als wollte er ihn aufmuntern. Oh. Ach, Bibo. Okay, wir können auswählen. Das hier ist Kettenhandschuhe und das hier ist... Ich glaube, wir nehmen die Kettenhandschuhe. Verdammt! Diese Wunde ist tiefer als gedacht.
Von alleine wird die nicht verheilen. Banta sieht wirklich nicht gut aus. Die Wunden scheinen schlimm zu sein. Du siehst, dass seine Wunden schnellstmöglich versorgt werden müssen. Du fragst Banta, wie du ihm helfen kannst. Im Wald gibt es Graswichtel. Ihr Schleim ist antiseptisch und wirkt blutstillend. Bitte bring mir etwas von dem Schleim und Kühlmittel. Bibo, los, geh mit Flower Dream, keucht Banta gepresst. Er schiebt den Vogel sanft in deine Richtung. Das sind Kettenbeinschützer und hochebene Schuhe. Wir haben schon die Kettenhandschuhe, also würde ich sagen, nehmen wir den da. So. Böswichtels Klebesekret erbeuten. Okay. Ah, die Böswichtel. Ach, sind die nicht niedlich? Ich finde die total knuffig. Zack. Die sind schon auf Level 9, also... Mir kommt so vor, als jede solche Kreaturen, die wir besiegen müssen, da werden die Level immer höher, glaube ich. Oh, ich finde die Böswichtel irgendwie niedlich. Aber wirklich viel ausrichten können die jetzt nicht. Ich bin eigentlich noch kaum verletzt. Zack. Herzchen, Sprechblase. Vier müssen wir töten. Und dann müssen wir noch von den Graswichteln Kühlmittel erbeuten. Okay. So, den haben wir auch bald... Oh, der hat aber viel Schaden gemacht gerade eben. So, den haben wir auch gleich wieder. Oh, die können aber schon... Wenn sie mal Schaden machen, dann können die schon viel Schaden machen. Zack. Nummer 2. Dann nehmen wir den... Oh, sorry, mein Mikro. Dein Mikro, das hängt noch ein bisschen. Da muss ich noch aufpassen, weil ich stoß oft dran, weil ich mit der Maus genau unterm Mikroständer bin. Da muss ich manchmal noch ein bisschen aufpassen. Tut mir leid. So. Den hier noch. Oh Gott. Den haben wir auch gleich schon wieder fertig gemacht. Oh, also das... Seht ihr, das hat jetzt schon viel Schaden gemacht. So, zack. Okay, 3 von 4. Wartet mal kurz, ich muss schnell meine Maus und mein Mikro ein bisschen anders bewegen. So. So passt es, glaube ich, so. Ich glaube, wir nehmen mal... Ich drück doch rechts. Okay. Okay, dann holen wir uns mal noch den letzten Böswichtel. Ich glaube, das wird noch reichen. Zack. Boah, aber wenn die mal Schaden machen, dann machen die schon ordentlich Schaden. Das muss man schon sagen. Das ist schon ganz schön viel Schaden, was die da anrichten. Aber ich glaube, den müssten wir noch schaffen. Oh.
Jetzt zockt mich ganz schön ab. Aber komm, das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Yes. Haha. Jetzt noch zu den Graswichteln. Böswichtel und Graswichtel. Ah, das sind also die Graswichtel. Sieht auch ganz niedlich aus, wie die da rumhüpfen. So, ich muss aber erstmal ein bisschen warten, bis ich wieder aufgeladen ist. Was haben wir denn alles Neues im Rucksack? Klebesekret. Haben wir im Shop irgendwas, was uns interessiert? Nee, glaube ich nicht. Ach, Bibo. Der ist schon ganz knuffig. Also ich finde, grafisch ist das Spiel echt top. Also ich liebe es. Ich finde es einfach richtig, richtig, richtig cool. Welches Level haben die Graswichtel eigentlich? Welches Level haben denn die Graswichtel? So, ich würde sagen, ich greife einfach mal einen an. Die sind auch Level 9. Genau wie die Böswichtel. Die machen auch schon ordentlich Schaden. Oh Gott. Ich bin schon wieder fast am Ende. Komm, Flower Dream. Das schaffst du noch. Hol alles auch hier raus. Ich frage mich noch, ob mit der noch irgendetwas Spannendes oder so passiert. Oh Gott, ich nehm schon wieder 13 Minuten auf. Es wird heute vielleicht sogar eine bisschen längere Folge, muss ich mal schauen. Weil bis jetzt waren wir eigentlich ja nur am Kämpfen sozusagen. Wirklich viel haben wir auch noch nicht gemacht. Jetzt muss ich erstmal kurz warten, bis ich wieder halbwegs aufgeladen bin. Sonst machen die Graswichtel hier, die machen mich noch platt. Was habe ich jetzt schon wieder Neues? Ja, Kühlmittel, ich weiß schon. Okay, ich glaube, wir können schon mal langsam angreifen. Oh, hier ist ja. Yay! Wir sind im Wasser. Wir können sogar schwimmen. Ui. Ich bin nämlich im Off auch schon mal durchs Meer geschwommen. Hey, wir können sogar den Wasserfall hochschwimmen. Mikro, sorry.
Tut mir unglaublich leid. Ich komme noch nicht so ganz zurecht mit meinem Mikro. So. Dann stürzen wir uns auf den nächsten Graswichtel. Die sehen so ein bisschen aus wie gelbe Rüben. Die haben mich schon wieder über die Hälfte abgezockt. Naja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, warum ich immer versuche, mich fast ganz voll aufzufüllen. Mein Balken. Weil ich sonst fertig gemacht werde. Ja, ich weiß schon. Ich würde sagen, wir schwimmen mal eine schöne Runde hier in der großartigen Bucht. Schau mal, wie das aussieht. Nein. Ich finde das nämlich, das sieht ganz witzig aus. Wir kommen nicht gegen die Strömung an. Okay. Und springen, Flower Dream. Zack. Nein. Ich komme nicht mehr raus, oder wie? Oh, versteckte Höhle habe ich gefunden. Okay. So. Ich würde noch kurz warten, bis wir uns wieder auf den nächsten Graswichtel stürzen. Zwei brauchen wir noch. Ich nehme schon wieder 17 Minuten auf. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ja, ja. So, jetzt können wir uns wieder in den Kampf stützen. Dich machen wir fertig, Graswichtel. Du hast keine Chance gegen uns. Und unsere magische Lichtkugel fiebert wieder mit. Sie fiebert mit, aber kämpfen tut sie nicht. Sie schaut einfach nur zu. Haben wir es geschafft? Können wir Slalom um die drum laufen? Was ist eigentlich das hier? Nutzforce. Das hier ist Kim. Kim und Tiana. Oh, die hat schöne Haare. Die hat schöne Haare. Okay, Meisterschmied und Meisterjägerin. Okay, hört sich interessant an. Und ich finde, das sieht auch witzig aus, wenn wir rückwärts laufen. So irgendwie so ein bisschen, als würden wir joggen, finde ich. So. Lalalalalala. Aber ich finde es auch recht cool, wie wir die Schwerter da immer drin haben. Okay. 19 lange Minuten nehmen wir schon wieder auf. Ach du meine Güte. Warum muss die Zeit beim Aufnehmen so schnell vergehen? So, ich glaube, wir stürzen uns auf den nächsten. Hm.
Auf den nächsten und letzten. Aber ich finde es schon ein bisschen witzig, dass seine Kumpanen hier nichts dagegen unternehmen, dass ich gerade einen von ihnen töte. Naja, vielleicht finden sie es ja nicht schlimm. Zack. Dann ab zurück zu Banter. Unverzüglich reichst du Banter die gesammelten Flüssigkeiten. Banter mischt die beiden Flüssigkeiten miteinander und trägt das Mittel auf die Wunde auf. Endlich verringert sich die Blutung und stoppt schließlich ganz. Banters schmerzverzerrtes Gesicht entspannt sich langsam. Puh. Danke, Flower Dream. Mir geht es schon viel besser. Banter nickt dir dankbar zu. Dir ist bewusst, dass dir deine Lichtkugel folgt, oder? Halluziniere ich oder bewegt sich das Ding? Mit Banters Worten kommen deine Sorgen wieder zurück. Beide beobachtet ihr die Lichtkugel misstrauisch. Mobibo scheint sie für ungefährlich zu halten. Du erklärst Banter, dass du versuchst, die Lichtkugel loszuwerden. Deswegen willst du ja Irrfahren finden und mit ihm sprechen. Hm? Wie soll dieser Irre dir helfen können? Geh lieber zu deiner Freundin von mir. Geh lieber zu einer Freundin von mir. Die sollte dir helfen können. Banter öffnet eine Tasche, die an seinem Gürtel Banter öffnet eine der Taschen, die an seinem Gürtel befestigt sind. Er entnimmt ihr ein Amulett. Du hast mir das Leben gerettet. Hier, nimm dieses Amulett. Es ist ein Zeichen der Freundschaft zwischen Elena und mir. Geh zu Elenas Haus und zeig es ihr. Dann wird sie dir helfen. Okay. Was können wir hier alles auswählen? Dolche. Schild. Ach so, wir können nur das da auswählen. Okay. Die Quest machen wir noch. Oh, Hexenhäuschen. Elena scheint eine Hexe zu sein. Halt! Keinen Schritt weiter oder du wirst es bereuen. Elena streckt ihre Hand aus, um einen Zauber zu wirken. Dann hält sie inne und starrt gebannt auf die Lichtkugel. Als Elena Bibo entdeckt, kann sie ihre Überraschung nicht verhehlen. Du erklärst Elena hastig, was dich zu ihr führt und reißt ihr Bantas Amulett. Du zeigst genau dieselben Zeichen wie ihre Fahnen. Diese geisterhafte Lichtkugel. Elena seufzt. Natürlich. Natürlich wollte ich dem Jungen helfen. Aber nach nur einem Tag verwandelt sich seine Lichtkugel in einen bösartigen schwarzen Panther. Er und der Panther drangen in mein Haus ein. Griffen mich an und zerstörten meinen Stab. Bibo folgt dir ohne einen weiteren Mucks. Elena wirkt verwirrt, dann blickt sie auf Banthas Amulett herab. Das ist wirklich unerwartet. Sogar Bibo, das nervöse Federvieh, scheint einen Narren an dir gefressen zu haben. Vielleicht bist du tatsächlich keine Gefahr für deine Umgebung. Elena hält kurz inne. Du nutzt die Gelegenheit und bittest Elena darum, dir bei der Vertreibung des Geistes zu helfen, der dir auf Schritt und Tritt folgt. Ach, du bist ein Freund Banthas. Natürlich werde ich dir helfen. Doch zuvor musst du mir helfen, meinen Stab zu reparieren. Ohne klappt ein Exorzismus nicht. Mein Stab hat seine ganze Macht verloren, als Irrfan mich angriff. Und ohne ihn kann ich keine mächtigen Zauber wirken. Bitte hilf mir, mein Stab, die Kraft zurückzugeben.
Elena hebt einen Beutel, dem sie drei funkelnde Juwelen entnimmt. Das sind Wasserjuwel, Baumjuwel und Arkanjuwel. Mach dich zum Hafen der Holzfällerei und den Ruinen auf und benutze den richtigen Juwel. Die Macht der Natur kann dem Stab durch die Juwelen die Kraft zurückgeben. Ich werde dich mit Teleportationsmagie nach Skandia zurückschicken, wenn du bereit bist. Mit Bibo an deiner Seite wirst du bestimmt schnell mit der Aufgabe fertig. Elena wird dich nach Annahme der Quest nach Skandia teleportieren. Ja, okay, aber ihr Lieben, ich nehme auch schon wieder 25, fast 26 Minuten auf. Die Folge ist sehr lang geworden. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute von euch. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Aufnahme. Und bis bald. Tschüss.